was gerade Leute, das ist Jake. Das ist Ariel. Und zusammen sind wir Legion Direfilms. Willkommen zu einer neuen Folge von Filmgeek! Ey, wir haben schon länger keine Filmfehler mehr gemacht. Also machen wir jetzt Filmfehler. Danke. Denkt daran, wir haben auch irgendwo in dieser Folge eigene Fehler versteckt, die ihr suchen könnt. Und wenn ihr sie gefunden habt, schreibt es in die Kommentare und in der nächsten Folge verraten wir euch, wer die Fehler gefunden hat. Let's go. Shrek! Als Lord Farquaad enttäuscht darüber ist, dass er kein echter König ist, schlägt ihm sein Spiegel drei nette Prinzessinnen vor, die er heiraten kann, um ein echter König zu werden. Da hätten wir Cinderella, Schneewittchen und Prinzessin Fiona. Was jetzt falsch daran ist, fragt ihr mich? Ich glaube, niemand hat gefragt dafür. Ich werde euch das jetzt erklären. Ein Drittel seiner Vorschläge sind nämlich beschiss. Und damit meine ich Cinderella. Sie wurde nämlich erst nachdem sie geheiratet hat zur Prinzessin und vorher war sie einfach nur eine ganz normale Frau. Das heißt, es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder dreht der Spiegel Lord Farquaad einfach eine Nicht-Prinzessin an und bescheißt ihn. Oder er will ihm einfach eine verheiratete Frau anbieten. Was sind wir hier bei Me2Cheat oder bei ElitePartner.de? Nun ein Filmfehler aus Back to the Future. Der DeLorean DMC-12 aus Back to the Future ist schon ein ziemlich stylisches Gefährt. Dank diesem Auto und Dr. Browns Geniehaftigkeit war es Marty McFly möglich, in die Vergangenheit zu reisen und seine Mutter dazu zu bringen, sich statt in seinen Dad in ihn zu verlieben. Aber anscheinend scheint das nicht das einzige Auto in diesem Film zu sein, das teleportieren kann. In dieser Szene wird Marty von Biff und seiner Squad durch die Stadt gejagt. Dabei fährt Biff einen 1946er Ford Super Deluxe. Super Deluxe. Aber nicht mal zwei Sekunden später sitzen die Jungs plötzlich in einem 1948er Modell. War ihnen das 46er Modell einfach nicht schnell genug oder was? Ich meine, wie viel schneller kann ein 48er Modell schon sein? Das sind 2 Jahre Unterschied. 2 Jahre schneller. Egal, wo du mit dem einen hinfährst, der andere ist schon 2 Jahre früher. Den nächsten Filmfehler hat uns der Zuschauer Jonas Eiser zugeschickt. In dem Film Interstellar tritt der ehemalige Astronaut Cooper einem geheimen Projekt der NASA bei, um den Planeten Erde und auch somit seine Familie zu retten. Dafür muss er zusammen mit ein paar weiteren Astronauten durch ein neu entdecktes Wurmloch in der Nähe des Saturns reisen, um weitere Planeten zu entdecken, die für Menschen besiedelbar sind. Seine Tochter ist verständlicherweise traurig und will nicht, dass er geht. Vor allem, da es ungewiss ist, ob und wann er wieder zurückkommt. Okay, jetzt kurz weg vom Thema. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die meisten Uhren bei Uhrwerbung auf 10.10 Uhr gestellt sind? Das hat einige Gründe. Unter anderem ist das Erscheinungsbild dadurch symmetrisch, das Logo wird nicht verdeckt und die Uhr wirkt wie ein lächelnder Smiley, was sich positiv auf das Kaufverhalten des Kunden auswirken könnte. In der traurigen Szene, in der Cooper sich von seiner Tochter verabschieden will, schenkt er ihr eine Uhr. Diese und seine eigene Uhr zeigen auf die Uhrzeit 8.20 Uhr, unter anderem vielleicht auch, weil es einen traurigen Smiley darstellt und das eine traurige Szene ist. Aber wenn wir nicht mal 10 Sekunden zuvor auf seine eigene Uhr schauen, sehen wir zwar immer noch einen traurigen Smiley, aber auch nur, weil wir die Uhr falsch rum betrachten. Die Zeiger sind nämlich ungefähr auf 9 und 12 eingestellt und zeigen somit die Uhrzeit 9 Uhr an. Ja, danke für Uhrenlesen aus der ersten Klasse. Was ist denn das für eine Uhr? Zeigt dir einfach statt eine richtige Uhrzeit immer einen traurigen Smiley an? Die ist richtig nutzlos. Und dann Jurassic Park. Ach, dieser Nedry. Nedry. Ein junger Programmierer, der mit seinem Gehalt unzufrieden war und alles verkacken musste. Für 1,5 Millionen Dollar stahl er nämlich von Hammonds Konkurrenzfirma Biosyn einfach mal Dinosaurier-Erbgut. Okay, warte mal, sehe ich das etwa richtig? Hat die Firma, die einfach Dinosaurier wieder zum Leben erwecken kann, einfach Dinosauriernamen falsch geschrieben? I mean, come on! Hier haben die zum Beispiel Tyrannosaurus Rex mit nur einem N geschrieben und Stegosaurus haben die statt mit einem O einfach mit einem A geschrieben. Kommt schon, Leute, ihr klont Dinosaurier. Ihr bringt Dinosaurier durch wissenschaftliches Zeug, was ich nicht verstehe, wieder in dieses Zeitalter zurück. Aber dann schreibt ihr diese Dinosaurier falsch? Das wäre so, als ob ich so beim Bäcker arbeiten würde und Brötchen SCH schreibt. Der nächste Filmfehler ist aus dem Film Ich, einfach unverbesserlich, also wie Jade. Was? Du bist du? Ja. Und einfach? Ja. Unverbesserlich. Warum? Weil du schon besser bist. Als Goof und Dr. Nefario erfährt, dass es nun einen neuen, viel krasseren Bösewichten als ihn gibt, versammelt er all die Minions zusammen, um seinen neuen Plan zu stricken, um wieder der gemeinste und krasseste Bösewicht zu werden. Die Minions sind völlig aufgebracht und zücken voller Vorfreude schon mal ihre Waffen raus. So, wir wissen ja, es gibt kurze Minions und es gibt lange Minions. Und dieser Bro mit dieser specialigen Bazooka ist definitiv ein kurzer Minion. Eigentlich alle gerade in diesem Bild hier. Warte, jetzt ist er einfach plötzlich um 30% gewachsen? So, von 0 auf nichts? Ich meine, selbst wenn das jetzt ein anderer Minion wäre, da gab es nur Mini-Minions, keine großen. Und als wäre das nicht genug, ist unser Homie einfach wieder nach diesem Worms-Attack-Schachzug wieder klein. Ist das eine neue Superkraft? Und vor allem, was bewirkt man damit, dass man einfach unschuldiger aussieht, wenn man bei irgendwas ertappt wird?
Minion Man! Vergesst auf jeden Fall nicht, unseren Channel zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und falls ihr Bock auf noch mehr solcher Filmfehler-Videos habt, wir haben eine ganze Filmfehler-Liste erstellt, wo alle Filmfehler-Videos drin sind. Den Link dazu findet ihr entweder hier in der Videobeschreibung oder jetzt da auf dieser Infocard. Ansonsten würde ich jetzt sagen, how to reason, peasen. Das ist